Hallo Leute, mein Name ist Holzerstee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft hier bei unserer Akazienfarm. Und heute wollen wir eine Gebäudehülle drumherum bauen. Ich denke, der erste Schritt ist das Fundament. Das wird ziemlich dunkel werden. Ich denke da an Deep Slate und die Höhe vom Fundament wird etwa hier sein, vielleicht ein bisschen höher, und dann innerhalb von dem Gebäude gehen wir runter, wo wir runter müssen, damit wir an unsere Kisten rankommen. Ansonsten, ich denke, das Innere eher auf der düsteren Seite. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein fast schwarzes Fundament. Und nun ist es an der Zeit, die Säulen zu platzieren. Und das machen wir ähnlich, wie wir es beim Kolosseum gemacht haben, mit verschiedenen Holzarten. Und wir beginnen hier in der Mitte. Und dann haben wir eine enge Säulenanordnung mit nur je einem Block dazwischen. Und hier in der Mitte müssen wir dann irgendwo schauen, wie wir das machen. Denn wir wollen einen Eingang haben da in der Mitte. Und hoffentlich geht sich das aus mit den Säulen. Nein, geht sich nicht aus, denn das heißt, da hinten, da haben wir auch ein Problem. Und nach zwei Jungle Wood machen wir zweimal Eiche. Zweimal Birke. Und das gibt uns eine schöne, einen schönen Farbübergang. Und weil das Ganze etwas markant ist, würden wir rundherum Glow-Liken platzieren. Das gibt etwas Licht. Und dann nimmt das auch etwas den Kontrast weg. Und oben drüber haben wir Chiseled Sandstone. Und machen wir das genau gleich. Mal schauen, wie hoch wir rauf müssen. Etwa so hoch. Dann haben wir hier genügend Platz, dass alles unters Dach kommt. Und hier können wir dann mit dem Dach beginnen. Wie sieht das von der Ferne aus? Oh, ziemlich hoch. Und über dem Sandstein werden wir auch Glow Legion befestigen. Nun ja, ich mache das mal rundherum und finde auch raus, wie wir das da im hinteren Teil machen. Das Ganze sieht noch etwas disproportional aus, aber ich hoffe, das löst sich in Luft auf, sobald wir da ein Dach darüber gesetzt haben. Ich war mir nicht ganz schlüssig, wie soll ich das Dach machen? Etwas in Quarz, also weiß, oder vielleicht doch Kupfer, wie da hinten. Und dann habe ich mir gedacht, wir könnten auch mal was mit Ziegelsteinen machen. Mal sehen, wie das rauskommt.
Bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich da an den schmalen Seiten für die Giebeldekoration mache, aber da wird sich sicher was finden. Das Dach ist drauf und der Archetyp, das Dreieck da oben, ist auch platziert. Ein etwas einfacheres Design, als wie wir es bei der Eisenfarm hatten. Aber ich denke, es braucht ja einfach was zum den Raum da füllen. Und ich habe das mit Wall gemacht, damit wir hier etwas zusätzliche Tiefe haben. Insgesamt betrachtet macht das doch immer noch einen zu hohen Eindruck für den Grundriss. Aber da können wir recht wenig machen, denn die Farm, die wir da drin haben, die ist nun einfach mal so groß. Und hier unten könnt ihr auch sehen, man sieht das Gebälk, welches das Dach da oben aufhält. Nun, das ist ein weiteres Building-Projekt in der Tasche. Und ich bin mir noch nicht sicher, was wir als nächstes angehen, aber es sind noch so viele Projekte offen. Also schaltet einfach nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann, mein Name ist HotSSD und tschüss!